Okay, soll ich den Kaffee da weglassen? Ja, ja. Wir können ihn auch in der Hand behalten. Das ist hier aus okay. dem, das aus okay, dem dann, Leben gegriffen. Okay. Das Erste, was wir wissen wollen von dir, du sagst kurz, wer du bist, woher du kommst, also aus Brasilien, was du auch vorhin schon gemacht hast. Okay. Und was du hier machst. Mikrofon. Aua. Ja? Also ganz einfach, ja? Ist drin. Was? Gut, okay. Wir fangen an. Jetzt bitte. Okay, ich bin Lara. Ich komme aus Brasilien. Mein Name ist Xiao Lian. Ich komme aus China. Also ich bin Christiane und ich habe Kunst an der HBK studiert und Englisch an der TU. Ich arbeitete vorher in Hannover Elektrotechnik und nachher habe ich hier eine Arbeit gefunden bei Siemens. Bin ich hier umgezogen in Braunschweig. Ich heiße Mahmoud Al-Farah, ich komme aus Syrien, studiere hier Informatik. Ich bin Sophie und ich studiere hier Architektur in Braunschweig und ich kenne Yunus vom International Student Network. Ich bin Yunus Vajini, ich komme aus Marokko und seit 2005 studiere hier Mathematik an der TU Braunschweig. Ja, und ich bin hier gekommen wegen Gauss, dass er hier geboren ist. Was verbindet dich denn persönlich mit ihm? Warum kommst du extra wegen ihm hierher? Das ist eine lange Geschichte, fängt von meiner Kindheit. Also ich war in der Grundschule und unser Lehrer hat uns über diesen genialen Gauss erzählt. Und ich war so fasziniert. Wer war dieser Gauss? Und irgendwann habe ich angefangen nachzudenken, im Ausland zu studieren. Und dann kam diese Idee, in Deutschland werde ich studieren. Und irgendwann habe ich entdeckt, ja, er ist in Braunschweig geboren, Gauss. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, diesen Traum in Erfüllung zu bringen. Können Sie ein bisschen was zur Arbeit der Gauss-Gesellschaft hier in Göttingen erzählen, was deren Aufgabe ist? Natürlich. Also die Gauss-Gesellschaft in Göttingen wurde 1962 gegründet aus der Göttinger Stadtverwaltung heraus. Und diese Gauss-Gesellschaft hat seit ihrer Gründung das Ziel, sich um die Wahrung des Andenkens von Gauss zu kümmern. Also einmal die Wahrung des Andenkens, dass er nicht verloren geht, was wir jetzt hier machen. Und das Zweite auch die Untersuchung oder die Erforschung von Gauss und Gauss Leben und Werken. Ich denke und würde sagen, dass die Gauss-Gesellschaft hier eben ein wissenschaftlicher Verein, eine wissenschaftliche Vereinigung ist, im Wesentlichen einzelner Personen, einzelner Wissenschaftler, die auf den Gebieten von Gauss tätig sind, also Mathematiker, Geodäten und so weiter, während die Gauss-Freunde in Braunschweig, glaube ich, auch ein bisschen mehr gesellschaftliche Themen haben. Ich bin eine sehr gute Freundin von Yunus. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt. Wir haben für fast 2 Jahre zusammengearbeitet im International Office der TU Braunschweig. Und vom Anfang an konnte ich sehen, wie engagiert er ist und wie viel er dafür gekämpft hat. Damals habe ich so nur zufällig in einem solchen internationalen Event von diesem internationalen Studentenwerk sowas teilgenommen und dann hat zufällig auch Yunus kennengelernt und dann hat er mir erzählt, dass er will eine solche Gauss-Verein so gründen. Das fiel mich sofort auf, dass oh Gauss, sehr berühmter Mann, ne? Der sehr intelligent. Ich bin dumm, deswegen müsste ich wahrscheinlich hier hoffentlich ein bisschen Intelligenz oder Pegasus oder so, wie heißt das? Inspiration, so was du dadurch bekommen kann. So. Gauss ist ein sehr berühmter Wissenschaftler, die fast jeder Chinese in China kennt, weil man muss in der Grundschule als die erste Mathematikunterricht von Gauss etwas lernen und etwas hören. Besonders die Geschichte von Gauss, dass er eine sehr einfache Lösung für die Summierung von 1 bis 100 so ausgedacht hat. Bist du etwa schon fertig? Ja, Frau Einstein. Wie bist du bitte auf dieses Ergebnis gekommen? Ich habe Pärchen gebildet und die haben alle das gleiche ergeben. 1 und 100. 2 und 99. Das ergibt alles 101. Und 101 mal 50 entspricht den Pärchen und 101 entspricht den
Pärchen. Und die Aufgabe, die ergibt dann 5050. Lass dich setzen. Danke. In Brasilien schon hatte ich ein bisschen von Maschinenbau studiert und dazu Calculus und Gauss-Theorem. Und ich war total überrascht, als ich in der TU Braunschweig war. Im Altgebäude bin ich reingegangen und habe gelesen, ja, Gauss, hallo, hat hier studiert und sogar gearbeitet. Ich meinte, oh Gott, er war hier. Und das fand ich sehr cool. Karl Friedrich Gauss war 1777 in Braunschweig geboren und er hatte schon als Jugendlicher, als Schüler seine mathematischen Talente offenbart. Er wollte ursprünglich Altphilologie und Mathematik studieren, also alte Sprachen und Mathematik, und hat sich aber in Göttingen immer mehr der Astronomie zugewandt. Er hat unter anderem an der alten Sternwarte, die es hier gab, der alten Sternwarte von Tobias Mayer, als Student wohl seine ersten Beobachtungen, Himmelsbeobachtungen mit einem professionellen Teleskop gemacht. Nun war aber 1801 schon etwas ganz Bedeutendes passiert, was Gauss über Nacht weltberühmt gemacht hat, nämlich die Wiederentdeckung eines verloren gegangenen Planeten. Und letztendlich hat das dazu geführt, diese Berühmtheit von Gauss, diese Leistung, dass er 1807 als Professor für Astronomie nach Göttingen berufen wurde. Was verbindest du mit Gauss? Mit Gauss in Informatik, das ist sehr abhängig von Statistik und besonders diese Gauss-Kurve. Gauss-Kurve hat Gauss irgendwie definiert wie diese Ähnlichkeit zwischen Objekten. Wenn die Objekte sehr ähnlich voneinander sind, sie liegen irgendwie in der Mitte. Danach, wenn sie ein bisschen weit voneinander, nicht abhängig voneinander, sie sind weit weg in dieser Kurve. Das gefällt mir sehr. Was verbindest du persönlich mit Gauss? Also eigentlich habe ich nie viel mit ihm anfangen können. Also ich kenne den Namen, weil er überall auftaucht in Braunschweig, aber also wenn, dann Mathematik. Gauss, also nur das Wort Gauss, ja, sogar nicht den Namen, nur das Wort verursacht Angst wegen der Mathematik. Ich versuche immer Mathematik richtig kennenzulernen. Ich habe immer Mathematik irgendwie nicht gemocht, aber jetzt durch Gauss ohne Prüfung kann man Mathematik sehr locker lernen. Ich war immer neugierig, was Gauss noch gemacht hat. Und in Gauss finde ich viele Aktivitäten, zum Beispiel Theater. Ich besuche Theater. Und Theater, durch Theater, das ist Botschaft, kann man durch Theater alles sagen. Entweder meine Meinung oder irgendwie diese Konflikte zwischen Kulturen zu lösen. Ich finde, das Besondere daran ist, dass man eben nicht einfach nur hingeht, um Theater zu spielen, sondern einfach auch Spaß daran hat, Leute kennenzulernen. Es ist geplant, dass ein Stück aufgeführt wird mit einer Hochzeit von zwei verschiedenen Kulturen. Sagen wir mal zum Beispiel, ein Türke verheiratet sich mit einer Deutschen. Es soll ja auch interkulturell aufgeführt werden, also das heißt, die Leute mit der Muttersprache dürfen die dann auch sprechen. Und ich finde das auch allein schon immer sehr interessant, einfach verschiedene Sprachen zu hören, die ich nicht verstehe. Was verbinde ich mit Gauss? Also auf jeden Fall den Gaussberg. Den musste ich nämlich auch eine Zeit lang immer überqueren, als ich zur Schule gegangen bin. Ja, da muss ich immer dran denken. Und diese Statue hat mich immer so fasziniert. Der sah immer so unheimlich freundlich aus. Ich habe ja jetzt auch hier bei den Gauss-Freunden ganz viel über Gauss gelernt. Ich war einmal beim literarischen Café und da hatten wir ein Thema, was ich erstmal gar nicht mit Gauss verbunden hätte, aber es hat sich herausgestellt, dass das doch was mit Gauss zu tun hätte. Da geht es eben um philosophische Themen, zum Beispiel, was ist Glück oder was ist Liebe? Und dann wird eben den ganzen Abend darüber diskutiert. Jeder kann was mitbringen, jeder kann zum Beispiel auch ein Schriftstück mitbringen und das ist immer sehr interessant. Gauss war ein internationaler Mensch. Er hat Literatur gemocht. Er war neben Astronomie und Geodäsie und Physik auch ein Mensch mit Herz, der Liebesbriefe zu seiner Frau geschrieben hat und mehr Erlebnisse, die man in seine toll geschriebenen Briefe entdecken kann.
Er hat nicht gerne Vorlesungen gehalten, er hielt das ein bisschen für Zeitverschwendung, seiner Talente sozusagen. Aber er hat gleichwohl das sorgfältig gemacht. Er war insbesondere zu seinen Studenten und seinen Kollegen äußerst zugewandt und hat eine ganze Schule von Schülern hervorgebracht, die alle berühmte Positionen später hatten, als Sternwartendirektoren, zum Beispiel Benjamin Gold in den USA und Möbius, der mit dem Möbiusband in Leipzig. Das heißt, Gauss ist heute auch immer noch aktuell in seinem Wirken. Ja, also Gauss ist aktuell und er wird immer aktuell, weil er hat die Grundlage, die Infrastruktur, das Wissen zur Verfügung gestellt. Gauss hat selbst hier in Göttingen die Grundlagen der Fast-Fourier-Transform entwickelt, die heute in Computern eine große Rolle spielt. Die Gauss-Krüger-Koordinaten sind hier entwickelt worden. Die sind heute immer noch wichtig. Heute heißen sie UTM-Koordinaten, Universal Transverse Mercator, sind aber mathematisch dasselbe wie die Gauss-Krüger-Koordinaten. Also wenn ich in meinem Gauss-Krüger-Programm irgendeinen Parameter ändere, dann habe ich UTM-Koordinaten. So, solange Menschen Technik studieren will oder Mathematik oder diese Elektrotechnik so studieren will, ne, das ist unvermeidlich, dass er irgendwelche Formen von Gauss treffen muss. Karl Friedrich Gauss starb am 23. Februar 1855 nachts um 1.03 Uhr, was man weiß, weil ein Physiker dabei war, der auf die Uhr geguckt hat, in einem Lehnstuhl sitzend in seiner Wohnung. Und was wünschst du dir für die Gauss-Freunde? Also die Karl-Friedrich-Gauss-Freunde habe ich eine große Wünsche, dass sie bekannt wird in Braunschweig erstmal und zweitens in der ganzen Welt, weil es soll ein internationaler Kreis sein und bleiben. Und diese Idee, dass sie verstanden wird und vor allem die anderen Gesichter von Karl-Friedrich-Gauss bekannt werden, neben dem Mathematiker, die sowieso bekannt ist. Wir treffen so regelmäßig hier im Gauss-Forst. Früher war anderswo in Stadtmitte, aber hier, wo auch immer wir treffen, die Wichtigkeit ist, dass wir treffen, nicht regelmäßig und Freunde damit machen. Das ist die Wichtigkeit, dass die für die Gauss-Verein, nicht die Mathematik-Sache, sondern diese Freundlichkeit, die wir verbinden können. Was ich wirklich gerne sagen möchte und auch immer gerne betone, ist, also erstens war Gauss ein anständiger Mensch und zweitens war er einer der wirklich herausragendsten Wissenschaftler aller Zeiten. Nur vergleichbar mit Newton und mit Archimedes zum Beispiel. Wir können ihn nicht löschen von alles, was wir in unserer Zivilisation haben. Gauss ist der erste Mathematiker, Gauss ist der Titan, die Wissenschaft. Ohne Gauss können wir nicht über die moderne Zivilisation und Technologien reden. Ich denke, das, was du machst und das ganze Team, und ich bin ja mit im Verein, das gehört eigentlich genau unter dem Gesichtspunkt gesehen. Das ist eine Verpflichtung Braunschweigs, ewiglich Gauss in Erinnerung zu bewahren, aber nicht nur Gauss als Mathematiker in irgendeiner Form mit irgendwelchen alten Bildchen anzuschauen, sondern lebendig, so wie er selbst gewesen ist, über die internationale Literatur, über Theater und über die Begegnung mit anderen Menschen im Sinne der Wissenschaft, der Kultur, der Literatur. Was Besseres gibt es nicht und deswegen auch Ihnen, Herr Nims, herzlichen Dank, dass Sie das ermöglicht haben und Ihnen natürlich herzlichen Dank. Wir rufen ihn ja auch gerade allen Menschen noch mal ins Gedächtnis. Und ich denke, in naher Zukunft wird man bestimmt noch viel mehr von ihm hören. Ich glaube, das ist die Gauss-Hausaufgabe. Und wir werden uns darum kümmern. Vielen Dank. Bitte.
Zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, aber es ist wirklich nur eine reine Anekdote, nicht ganz die Wahrheit. Gauss hat Wetterprognosen gemacht und hat die an der Sternwarte ausgehängt und er hatte so ungefähr 40% seiner Prognosen waren richtig. Nun gab es noch einen Schäfer in Göttingen, der auch Wetterprognosen gemacht hat. Und der war viel besser, der hatte 60% recht. So 60% waren seine Prognosen richtig. Und dann hat man ihn gefragt, guter Mann, wie machen Sie denn das? Und dann hat er gesagt, ich gehe jeden Morgen zur Sternwarte und gucke nach, was Gauss an Wetterprognose ausgehängt hat und behaupte das Gegenteil. Kleiner. Jetzt gehen wir auch rein. Kleiner.